Hi, ich bin der Phil. Ich arbeite seit etwas über zwei Jahren bei Bike Components im Service und habe für euch die letzten zwei Monate die neue NX Eagle Gruppe getestet. In diesen zwei Monaten bin ich die Gruppe ungefähr 1200 Kilometer gefahren. Davon war ungefähr drei Viertel der tägliche Weg zur Arbeit und zurück und ein Viertel im Wald. Also im Gelände wurde die Gruppe ungefähr 300 Kilometer bewegt. Der große Unterschied zur alten NX ist natürlich, dass es jetzt einen Gang mehr gibt. Das Ganze ist zwölffach und die Bandbreite ist einfach viel größer. Vom kleinsten 11 Zähne bis zum größten 50 Zähne hat man halt eine riesen Bandbreite. Den Umbau von der Deoro-Gruppe auf die neue NX Eagle-Gruppe hat zusammen stattgefunden mit dem Robert aus der Werkstatt. Die komplette Demontage der alten Gruppe und das Montieren der neuen Gruppe hat noch nicht mal zwei Stunden gedauert. Natürlich hat der Robert viel Erfahrung damit, aber es ist auf jeden Fall für jeden zu schaffen und es sind keine großen Herausforderungen dabei. Die NX Eagle wurde an meinen Spark montiert, an dem vorher eine 2x10 Deoro-Übersetzung war. Und ich das Bike einfach mal aufrüsten wollte auf 1x12, damit es auch gleich ist mit meinem anderen Bike, an dem ich eine GX Eagle fahre. Deswegen hat man da auch eigentlich ganz schön den Vergleich zwischen der GX Eagle und dann der etwas günstigeren Gruppe der NX Eagle. Was mir da sofort eigentlich aufgefallen ist, dass da kaum ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist. Jetzt der Umstieg auf die NX Eagle war eigentlich komplett problemlos und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich auf einer günstigeren Gruppe unterwegs bin. Die einzige Komponente, wo ich ein bisschen einen Unterschied zu meiner GX Eagle spüre, ist vielleicht im Shifter. Dieser fühlt sich ein ganz klein bisschen knackiger und wertiger an bei der GX Eagle Gruppe. Aber wie gesagt, super Schaltvorgänge, egal ob unter Last oder einfach nur ganz entspannt. Die Gruppe ist jetzt ungefähr zwei Monate mehr auf dem Bike, ist täglich eingesetzt worden. Das Einzige, was die Gruppe nicht wirklich mitgekriegt hat in diesen zwei Monaten, ist Regen. Wir hatten halt einen super Sommer hier in Aachen, über den ich mich gar nicht erst beschweren möchte, aber wirklich viel Matsch und Regen hat die Gruppe nicht gesehen. Dafür halt eine Menge Staub. Ich habe die Gruppe sicher nicht geschont im Test, also sie ist nicht übermäßig sauber gemacht worden. Was man jetzt im Nachhinein sehr schön sehen kann, dass es eigentlich kaum zu irgendwelchen Verschleiß gekommen ist an der Gruppe. Klar sieht man an der Kassette ein bisschen, dass diese 1200 Kilometer gelaufen ist, genauso beim Kettenblatt vorne. Aber allgemein muss ich wirklich sagen, sieht die Gruppe immer noch astrein und super aus. Also obwohl es jetzt nur zwei Monate waren, habe ich da bis jetzt eigentlich keine Bedenken, was die Langzeitausdauer von dieser Gruppe betrifft. Was für mich der ganz große Vorteil an der NX Eagle ist, ist, dass die neue NX Eagle Kassette auf ganz normale Shimano HG Freiläufe passt. Es muss kein Hinterrad mehr umgerüstet werden. Man kann einfach, ich habe die alte Deore Kassette habe ich runtergenommen, zusammen mit dem Robert aus der Werkstatt. Und danach kann man einfach die NX Eagle Kassette auf den bestehenden Freilauf draufpacken und demnach auch einstellen. Also es ist vor allem eine sehr gute Option für Leute, die entweder nicht umrüsten können. Ich kenne auch genug Leute, die einfach einen sehr hochwertigen alten Rahmen fahren mit einem alten, älteren Laufradsatz, für den sie damals viel Geld bezahlt haben und der einfach nicht auf einen XD-Freilauf umzurüsten ist. Für die ist es natürlich auch einfach die perfekte Art und Weise, um jetzt den Umstieg auf 1x12 zu machen. Persönlich muss ich auch sagen, dass mir die NX-Kurbel eigentlich optisch schon ein bisschen besser gefällt als die GX-Eagle-Kurbel an meinem anderen Bike. Deswegen vielleicht sollte ich da dann auch noch schlussendlich irgendwann mal umrüsten. Unterschied halt zu den anderen Gruppen ist noch, dass die neuen NX-Eagle-Kettenblätter aus Stahl sind. Mich persönlich stört das eigentlich gar nicht. Im Gewicht tun sie sich nicht wirklich viel und für den Verschleiß ist es auch noch mal besser. Also wie gesagt, man sieht inzwischen nach 1200 Kilometern eigentlich kaum was am Kettenblatt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden und werde mir wahrscheinlich auch für mein anderes Bike, wenn das eine Kettenblatt durch ist, dann ein Stahlkettenblatt holen aus der NX Eagle Gruppe. Die neuen NX Eagle Kettenblätter sind außerdem auch mit der X-Sync 2 Technologie ausgestattet. Diese sorgt zusammen mit dem Schaltwerk dafür, dass mir in 1200 Kilometern die Kette kein einziges Mal abgesprungen ist und ich auch eigentlich so vom Antrieb sehr wenig gehört habe. Im Gegensatz zur alten NX-Gruppe gibt es den Shifter jetzt auch Matchmaker-kompatibel, sodass man sein Cockpit auch schön aufräumen kann. Ansonsten kann ich noch dazu sagen, dass die NX Eagle immer mit dem neuen DAP-Standard geliefert wird. Ich bin zum ersten Mal den DAP-Standard gefahren, an meinem anderen Bike ist es noch eine ganz normale alte GXP-Kurbel und habe da auch einfach nichts zu bemängeln. Was außerdem noch ganz interessant ist, ist, dass die neue NX Eagle Kassette freigegeben ist für die Benutzung am E-Bike. Ich hatte zwar leider nicht die Möglichkeit, das selber zu testen, aber so ergibt es jetzt für viele auch die Möglichkeit, dein E-Bike auf 1x12 umzurüsten. Das Schöne an der NX Eagle ist, dass diese ganz normal komplett in der Eagle-Familie eigentlich aufgeht. Also man kann alle Teile untereinander frei kombinieren. Wenn also jemand wie also sein altes Hinterrad nicht umrüsten kann, kann dieser ganz normal die NX-Kassette draufpacken und dann zum Beispiel ansonsten gerne den X01 oder den XX1 Schaltgriff nehmen mit dem Schaltwerk, auch gerne die hochwertige Kurbel. Man kann kombinieren, wie man eigentlich möchte. Also wo die Gruppe auf jeden Fall punktet, das ist ganz klar der Preis.
Also es ist bestimmt keine Billiggruppe, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese einfach sehr, sehr stark. Also für das Geld kriegt man einfach sehr viel geboten. Und schlussendlich muss man sich vielleicht auch ein bisschen fragen, ob man unbedingt für manche Fälle mehr braucht. Das war mein NX-Eagle-Test. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie findet ihr eigentlich die neue NX-Gruppe? Dass diese jetzt 12-fach ist, die neue Bandbreite? Schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video, liked das Video, wenn ihr schon dabei seid und abonniert auch noch unseren Channel. Dort gibt es jeden Freitag ein neues Video für euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.